Frank-Erik, haben wir heute Dienstag? Nee, heute ist nicht Dienstag, heute ist Donnerstag. Ach, der 21. Nee, nicht der 21., heute ist schon der 23. Ah, okay. Ja, also man verkommt ja so ein bisschen, wenn man jetzt hier in der Corona-Zeit ist. Man hat nicht mehr so das Gefühl, aber heute ist Donnerstag, der 23. April 2020. Und das ist ein ganz besonderer Tag, denn der 23. April ist der 113. Tag im Jahr. Wenn der nicht gerade Schaltjahr ist, dann wäre es der 114. Und ich habe so überlegt, ein Drittel des Jahres ist schon rum, aber positiv denken würde ja bedeuten, wir haben ja noch die meiste Zeit des Jahres vor uns. Der 23. April, ein Tag wie jeder andere. Wenn es denn anders käme, dann müsste man mit diesem Tag etwas Besonderes verbinden. Zum Beispiel ein geschichtliches Ereignis. An diesem Tag, am 23. April 1661, wurde Karl II. Im Westminster Abbey zum König gekrönt. Ist auch schon ein wenig her. Oder 1945, am 23. April. An diesem Tag wurde das Konzentrationslager Flossenbürg von der US-Armee befreit. Kein Tag wie jeder andere, sondern ein ganz besonderer. Und dieser Tag bekommt dann auch Bedeutung, wenn es zum Beispiel um kulturelle Ereignisse geht. Die komische Oper, Der Fischer, der hatte seine Uraufführung in Paris, 1800 und noch was. Oder das Musical Titanic am 23. April 1997 in New York. Und übrigens, hab gelesen, dass der 23. April seit 1994 auch der Tag des deutschen Bieres ist. Und dieser Tag, der 23. April, wird zu einem Tag mit Goldrand, wenn man zum Beispiel Geburtstag hat. Auch da habe ich ein wenig recherchiert. Alfons II., König von Portugal, hatte an diesem Tag Geburtstag. Ist auch schon ein bisschen länger her. Oder Karl Rosenkranz, der deutsche Philosoph. Paul Belmondo, Dirk Bach und der französische Rapper Marc Thayer muss man unbedingt kennen. Dann wird der 23. April zu einem ganz besonderen Tag, wenn man denn Geburtstag hat. Und heute haben wir Geburtstag. 186 Jahre Onkengemeinde. Zeit, den Menschen zu besuchen, der maßgeblich dafür verantwortlich war, Johann Gerhard Onken. Nur zu schade, dass er längst verstorben ist. Wenn er denn heute leben könnte, ich würde ihn ja so gerne besuchen, aber es würde vermutlich jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht gehen. Wir müssten eine Videokonferenz miteinander machen. Deshalb fahren wir auf den wunderbaren Ohlsdorfer Friedhof hier in Hamburg, um an seinem Grab ein wenig nachzudenken, ein wenig zu feiern. Und dort treffe ich Jürgen. Jürgen Schütte ist der Gemeindeleiter, denn wir wollen so ein bisschen ins Gespräch kommen über den Mann, der unsere Gemeinde gegründet hat. Kommt mit! Ja, jetzt stehen wir hier, wir beide, Jürgen, am Grab von Johann Gerhard Onken. Du bist ja Gemeindeleiter der Onkengemeinde. Wie geht's dir eigentlich, wenn du hier an seinem Grab stehst? Ja, ich stehe hier voller Ehrfurcht, voller Demut. Ja, er ist unser Urvater. Ich denke nicht täglich an ihn, aber wenn ich hier stehe, dann durchströmt mich so etwas wie Ehrfurcht, ja. Naja, nun ist ja immer eine große Frage, wenn wir jetzt 186 Jahre Gemeindejubiläum feiern, heute am 23. April 2020, da ist ja immer auch die Frage, wie hat alles angefangen? Und jetzt will ich mal wissen, du müsstest ja eigentlich als Gemeindeleiter auch so die Geschichte kennen. Ne? Wie war das denn damals eigentlich mit der Gründung der ersten Baptistengemeinde hier in Hamburg? Wie war das so? Ja, danke für die Blumen. Also das, was ich weiß, kann ich ja gerne wiedergeben. Aber das ist natürlich nicht alles. Tja, Johann Gerhard Onken. Wie wir sehen, Jahrgang 1800.
vaterlos, in einfachen Verhältnissen groß geworden. Er muss so etwas wie ein junger Wilder gewesen sein. Mit seinem Freiheitsdrang und mit seiner ausgeprägten Skepsis auch gegenüber Autoritäten. Ja. Und seine rebellische Art hatte mir auch so manche Scherereien mit der Polizei eingebracht im Laufe seines Lebens. Ja, zum Glauben gekommen ist er als junger Mann in England. Dort hat ihn seine kaufmännische Lehre hingeführt und in England ist er in Berührung gekommen mit der Erweckungsbewegung dort. Da hat er angefangen zu glauben, aber er hat auch angefangen zu fragen und nachzudenken. Also die Frage zum Beispiel, wie ist denn das mit dem Verhältnis von Kirche und Staat? Ist Staatskirche wirklich so das Gelbe vom Ei? Das war eine Frage, die ihn beschäftigt hat. Oder auf der anderen Seite die Frage nach der eigenen souveränen Entscheidungsmöglichkeit einerseits und Taufe andererseits. Er hat die damals praktizierte Kindertaufe nicht wirklich als biblisch anerkennen können und das hat ihn eine ganze Weile beschäftigt. Er hat nach Alternativen, über Alternativen nachgedacht. Er war sogar so weit, oder Teil seiner Überlegungen war sogar zwischenzeitlich mal eine Selbsttaufe. Aber die hat er dann nach Bibelstudium als nicht biblisch auch wieder verworfen. So, diese Frage blieb im Raum stehen. Ja, also das so habe ich es auch in Erinnerung und gelernt. Und dann hat er ja in England im Grunde genommen Baptistengemeinden schon kennengelernt, die da waren. Das wollte er unbedingt in Hamburg auch. Aber bevor er auf diesen Gedanken kam, überhaupt Gemeinde zu gründen, da hat er ja mit einem sehr interessanten Projekt angefangen. Heute würde man sagen, so ein echtes soziales Projekt. Ich glaube, Sonntagsschule, das war das Stichwort. Ja, also das ist natürlich für uns als Gemeinde sehr interessant, dass Onken, bevor er Gemeindegründer wurde, war er Sozialarbeiter, hat die Sonntagsschule gegründet in einer Zeit, in der es noch keine Schulpflicht gab und hat dort wirklich etwas auf die Beine gebracht, was wir heute in Corona-Zeiten erst wieder neu lernen müssen. Nur ohne digitale Möglichkeiten. Also er hat die Kinder damals gesammelt und hat ihnen am Beispiel der Bibel Schreiben und Lesen beigebracht. So war das, ja. Ja, und dann war natürlich die große Frage, er hat missionarisch gewirkt, da kamen ein paar Leute dazu und dann wollte er unbedingt ja das mit der Taufe klären und die Geschichtsbücher schreiben, dass in diesem Winter von 1833 auf 1834 hier in Hamburg ein echter Frostwinter war, der Hafen eingefroren, die Schiffe konnten nicht mehr raus und er hat in der Zeit einen amerikanischen Kapitän bei sich zu Hause beherbergt und die kamen irgendwie dann ins Gespräch und wie der Zufall es so will oder Gottes Führung, hatte dieser amerikanische Kapitän Kontakte zu Baptisten in Amerika und so sind irgendwie Kontakte entstanden und dann kam dieser Professor Barna Sears nach Deutschland und wie ging das dann da weiter? Ja, als es einmal so weit war, dass der Barna Sears in Amerika von den Anliegen und Gedanken Ongens gehört hatte, er hatte schon eine Studienreise nach Deutschland geplant, für das Jahr 1834. Und dann hier in Deutschland hat er Kontakt mit Onken aufgenommen. Das ist ein interessanter Mann, den musste er kennenlernen. Dann hat es klärende, beratende Gespräche gegeben und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Diese Begegnung mit dem Herrn Barna Sears müssen für Onken sehr bereichernde und tiefgreifende Gespräche gewesen sein mit dem Ergebnis einer Klärung seiner Erkenntnis, so will ich das mal sagen. Auf jeden Fall war er dann bereit, sich taufen zu lassen und am 22. April war es dann schließlich soweit. Er ließ sich mit seiner Frau Sarah und fünf weiteren Streitgenossinnen und Genossen ließ er sich von Barna Sears taufen. Da sie ja noch kein Taufbecken für Erwachsenentaufe zur Verfügung hatten, gingen sie in die Elbe zu mitternächtlicher Stunde, denn sie mussten es heimlich machen, weil sie staatliche Repressalien befürchten mussten. Und das Ganze im April, muss man sich vorstellen, das ist nichts für Warmduscher. Auf jeden Fall haben sie dann ganz offensichtlich alles gut überstanden, haben sich am Tag drauf, das ist jetzt so das Wort, das man so, oder das Datum, das man so in der Hand halten muss. Am 23. April 1834 haben sie sich im Hause Onken zusammengefunden, mit dem Barna Sears zusammen und haben die erste
Gläubigen, nein, die Gemeinde Gläubiger Christen, wie es damals hieß, konstituiert. Ja, und das war die Geburtsstunde unserer Onkengemeinde. Und nach 186 Jahren leben wir immer noch. Ich kann nur sagen, was für ein Wunder. Ja, also wenn Johann Gerhard Onken heute noch leben würde, würde er mit seinem Alter natürlich definitiv zur Risikogruppe gehören. Vermutlich könnten wir, wenn er leben würde, heute noch gar nicht mit ihm persönlich ins Gespräch kommen. Ich würde das aber so gerne. Vermutlich würden wir eine Videokonferenz machen miteinander, wenn er noch da wäre. Aber Fragen habe ich da schon. Also Wassertemperatur damals am 22. April 1834 in der Elbe. Du sagst es eben schon, Mitternacht, ein bisschen heimlich. Ja. Ganz spannendes Thema. Und dann kam es zur Konstituierung der ersten Gemeinde. Wobei, wir sind ja als Hamburgerinnen und Hamburger Baptisten wirklich sehr stolz auf den Ursprung hier in unserer Stadt. Nun gibt es aber... da muss ich jetzt meinen Zettel holen. In der Tat, vermutlich noch eine ganz andere Überlegung. Denn die erste Baptistengemeinde im weitläufigen Sinne, könnte man auch sagen, die war 13 Jahre eher in dem nordfranzösischen Nomar. So gibt es einige Geschichtsbücher. Dort gab es einen Missionar, der Henry Pitt, der dort 5 Menschen taufte und sowas wie eine Baptistengemeinde entstand. Wobei, wir wollen dieses Datum, den 23. April, vor Augen halten. Das ist das offizielle Datum. Man weiß gar nicht mehr, wie es dann dort mit der Gemeinde in Nordfrankreich weiterging. Und Experten werden vermutlich sagen, naja, da müssen wir noch mal gucken, so eine echte Baptistengemeinde ist dann hier entstanden. Also die Frage ist natürlich, wie immer, wie ist die Blickrichtung und wie ist die Definition dessen, was sich Gemeindegründung nennt. Also es gab, soweit ich weiß, aber ich bin kein Historiker, es gab auch davor schon in Holland Erwachsenentaufen, aber das hat nicht zu einer Gemeindegründung geführt. Und so insofern bleibe ich einfach mal dabei, dass die erste baptistische Erwachsenentaufe mit folgender Gemeindegründung, und zwar inzwischen bis über 186 Jahre, da bleiben wir mal bei Herrn Onken. Naja, und da haben wir uns gedacht, da muss man natürlich auch im kleinen Kreis, wenn man so ein bisschen Geburtstag feiert heute an diesem Tag, so ein bisschen anstoßen. Und Jürgen, warte, du darfst noch mal eben bitte das Mikrofon halten. Ich habe hier was vorbereitet. Das mache ich gerne. Also, einen kleinen Sekt müssen wir miteinander trinken. Und auf Herrn Johann Gerhard Onken trinken und die Onkengemeinde. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Mein Lieber, ja. Also, auf weitere 186. Auf weitere 186 Jahre. Ja, so ein bisschen feiern muss man, ja, wobei, Jürgen, ich sagte es eben schon, wenn Johann Gerhard Onken heute noch leben würde, also ich hätte wirklich großes Interesse, mit ihm nochmal über das ein oder andere ins Gespräch zu kommen. Ich hätte ihn gerne gefragt, also du hattest es eben angedeutet, war ja so ein kleines Alpha-Tierchen, ne? Also der hatte so klare Vorstellungen auch von dem, was es da gab. Also ich habe das so verstanden mit... Entschuldigung, und zum Alpha-Tier gehört zumindest in diesem Fall auch, dass er anderes nicht gelten ließ. Ich denke an den Hamburger Streit. Ja, Hamburger Streit, das ist genau das Stichwort. Da hätte ich gerne, also hätte ich gesagt, Mensch, Johann, das habe ich theologisch noch nicht verstanden. Also rein exegetisch nicht. Muss das sein? Also da wäre ich ja gerne mit ihm ins Gespräch gekommen. Aber, na, wie die Sachen so sind, wir können spekulieren, bisschen das, was wir aus der Geschichte haben. Aber es ist ja gut so, dass Gemeinden gegründet worden sind, ja? Ja. Im Nachhinein ist natürlich alles gut. Ich als ehemaliger Lehrer und Pädagoge würde ihn mal nach seinen Beweggründen fragen, wie sein Verhältnis zu Autoritäten entstanden ist und inwieweit dieses Verhältnis sozusagen zu einer prinzipiellen Opposition, zu einer Basisopposition geführt hat oder ob die Opposition sich jeweils aus der einzelnen Situation ergeben hat. Das kann ich jetzt nicht mehr, aber das sind so die Fragen, die mich jetzt beschäftigen. In diesem Sinne, wir feiern so ein wenig weiter und wir wünschen uns alles Gute und Gesundheit und Gottes Segen und in diesem Sinne euch auch viel Spaß an diesem Tag. Und der Onkengemeinde ein längeres Leben als uns. Ja, auf jeden Fall. Ja, übrigens, Jubiläum heißt ja in 14 Jahren 200. Ja, also, also da müssen wir ja auch nochmal überlegen. Ja, 14 Jahre haben wir noch. Ja, klar. Ja. In diesem Sinne, alles Gute. Ha 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 ha.